Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg. Nach wie vor mit Angmar. Jetzt muss ich nur gucken. Okay, passt. Gut. Was haben wir noch alles zu tun? Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Pause gehabt. Bin ganz, ganz knapp nur dran, dafür zu sorgen, dass ihr mit Videos versorgt werdet. Ich glaube, hier können wir kämpfen. Hehe. Ich glaube, hier können wir kämpfen. Ja, das war klar, dass er das versucht. Aber er ist alleine. Aragorn ist ziemlich alleine. Er hat eine kleine Truppe da, aber das schafft er nicht viel. Ah. Ich meine, ich habe da jetzt keinen Helden und nichts, glaube ich. Obwohl, vielleicht habe ich den Flammenzeptermagier da. Oder ist er noch in Khandum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der war jetzt da nicht dabei. Irgendwo habe ich noch diesen eigenerstellten Helden. Wer weiß, wo das ist. Ich weiß es nicht. So, na, 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 na. Ihr seht schon, ich hatte eine größere Pause. Das Gute ist, ich kann jetzt hier ausbilden. Und ja, das wird dann ganz gut passen. So, hier als Statuen. Zweimal die gleiche. Na dann. So, dann machen wir das hier jetzt, dann machen wir das hier jetzt. Aha, da kommen schon ein paar Reiter. Sind wohl ausgerüstet. Schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Ja, doch, doch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war doch ganz ordentlicher Schaden. Damit kann ich was anfangen. Oh, Katapulte. Uhuhuhu. Die müssen weg. Die müssen ganz schnell weg. Das wusste ich jetzt nicht, dass der hier mit Katapulten angreift. Ich meine, es macht Sinn, eine Festung mit Katapulten anzugreifen, aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber der Schaden hält sich in Grenzen an den Mauern, also das geht so. Hier können wir Schaden machen, da können wir Schaden machen. Der Aragorn, der kämpft sich hier durch. Aber lang macht er das auch nicht. So, dann haben wir hier noch diese Dunländer, müssten es sein. Menschen aus Dunland, genau. Nicht zu verwechseln mit Dune, dem Wüstenplaneten. Whee! Ja. So, einfach dahin. Katapult haben wir zerstört. Aragorn leuchtet und stirbt. Was? Habt ihr das gesehen? Erst fällt er so rum, dann steht er auf und fällt nach vorne. Also, ich habe das ein bisschen verzogen, sorry dafür, aber habt ihr das gesehen? Was geht ab? Das ist doch voll strange hier. Voll strange. So, schaffen wir das jetzt hier? Gewinnen wir? Sterben wir? Trollololol. So, die töten, die töten. Und dann einfach dahin. Kann nicht so schwer sein. Der Turm macht auch nicht so viel. Die Reiter sind nervig, ja. Er bildet halt sehr viel aus. Aber das macht jetzt auch nichts. So, hier machen wir mal wieder das Türchen zu. Dann hole ich mir hier vielleicht noch einen Bau. Na, brauche ich jetzt nicht. Baumeister brauchen wir jetzt echt nicht. Ja, der böse, böse Feind. Wie wäre es, wenn ihr den Baumeister tötet? Danke. So. Ich krieg sogar Kohle, wenn sie Gebäude angreifen, die erst im Bau sind. Nicht schlecht. Tja, ein paar Orks noch rufen. Und dann bauen wir jetzt hier so ein paar Dinge. Hey, wieso hast du die Mühle nicht gebaut? So. Türmchen ist schon wieder kaputt. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und dann müssten wir eigentlich schon so gut wie gewonnen haben. Vielleicht hat er irgendwo noch einen Baumeister, aber das interessiert dann ja auch nicht wirklich. So. Alles vernichten. Ganz einfach. Da drüben habe ich jetzt das Gebäude fast fertig. Die Halle der Könige, soweit ich weiß. Bum, bum, gewonnen. Also, Aragorns Einfall in Fornost wurde verhindert. Nice. Ich meine, viele Gegner habe ich ja jetzt nicht mehr. Das sind die Menschen und die Orks und das war's. Irgendwo muss ich noch kämpfen. Oh, Lord Lorien. Das wird knackig.
Kamul-Krieger, Eingebirgstroll, zwei Kampftrolle. Gut, die Trommler-Trolle sind nicht so schlimm. Ich habe aber nur 5 Bogenschützen. Sind auch nur Level 2 und haben sonst keine Ausrüstung. Okay. Ich habe 3 Mühlen, das ist schon mal etwas. Lodlore, es wird eine schwierigere Schlacht. Definitiv wird das eine schwierigere Schlacht. So. Jetzt bauen wir hier mal zwei Türme. Okay. Die können runtergehen. So. Stellt euch mal so ein bisschen verteilen. So ungefähr. Die defensiv. So. So vielleicht. Okay. Der wird nämlich mit Sicherheit angreifen. So, die sind defensiv gestellt. Das passt. Dann holen wir uns den Vorposten. Der muss demnächst angreifen, aber dann bin ich vorbereitet. Das ist wichtig. Du sollst nicht da vorne stehen. Was soll das? Da ist er auch schon. So. Da kommen die Trommler-Trolle. Und die Kampftrolle. Aber viel machen die gerade nicht. So, da hat's den bösen Drachen. Ich hätte die Bogenschützen vielleicht in die Türme stellen sollen. Ich glaube, das wäre klüger gewesen. Egal. So, damit haben wir den ersten Angriff abgewehrt. Und dann können wir anfangen, Zeugs auszubilden. Ja, die paar Orks, die machen wir jetzt auch noch kaputt. Vielleicht schaffen wir es, dass diese Schwertkämpfer, die schwarze Numenor, noch Stufe 2 werden. Das wäre gigantisch gut. So, der Orkhort ist zerstört. Hier gibt's Geld. So. Ist das auch ein Kampftroll? Nee, das ist ein... Doch. Aber wieso mit dem Stein? Die haben doch normal eine Keule, oder? Ha. Seltsam. Wie auch immer. Interessiert nicht. Wo ist das Lager des Feindes? Ah, da guckt einer an. So, können wir zerstören. Die machen nichts. Das haben wir eingenommen. Passt. Oh, da ist einer mit nur 2. Der ist gefährdet. Der ist sehr gefährdet. Okay, da baut er noch etwas. Naja, das wird schon passen. Jetzt gehen wir da noch hin. Wo sind meine ganzen Bogenschützen? So. Aha. Aha. Naja, gut, das können sie ja vernichten. Den Vorposten, den brauche ich jetzt nicht zwingend. So. Die Ostlinge sterben auch. Dann bauen wir noch eine Dunkelstahlschmiede für Upgrades. Ja. Hat sich das eigentlich schon alles erledigt? Der Baumeister stirbt. Die müssten jetzt sterben. Kommt schon. Schießt! Na also. Die One-Shot eine ganze Menge, die Waldläufer. Ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich bild eher Waldläufer und Zeugs aus, statt den Bannern. Ich brauche hier mehr Truppen. So. Dann bauen wir das auf. Zumindest 2 Waldläufer vor den Bannerträgern. So.
So, das alles töten hier. Entschuldigung. Hat in der Nase gebitzelt. Ja, irgendwo wirst du was bauen können. Sonst wirst du geknechtet, ganz genau. Und glaub mir, du willst nicht, dass ich dich knechte. Das macht dir keinen Spaß. Ah ja, dann können wir jetzt die Eispfeile machen und die Klingen. Das ist doch sehr schön. Vielleicht holen wir uns doch den Vorposten. Piu, piu, piu. So. Bauen wir noch ein paar Mühlen. Okay. So, Frostpfeile, boom. Mal sehen. Ah, das tut aber gut weh. Alles gestorben. So, die brauchen das. Und die auch. Ich glaube, jetzt töte ich das Gebäude einfach. Ich zerstöre das jetzt und gut ist. So, Dunkelstahlwaffen gibt es noch. Die Rüstung kriege ich jetzt nicht, ist aber nicht so schlimm. Bum, bum, bum. Gewonnen. Yay! Das war so schwer. Hilfe. Aber es wird noch schwer. Also jetzt in dem Ringkrieg glaube ich nicht mehr. Vielleicht noch ein, zwei Schlachten, die ein bisschen knifflig werden, die ich verliere. Aber im Großen und Ganzen... Jetzt lasst mich nur sicherheitshalber abspeichern. Ja. Aber im Großen und Ganzen wird das kein Problem sein. Ja. Ich muss halt jetzt erstmal den Feind zurückschlagen. Und das ist anstrengend. Hey, ich bin wieder im Plus. Coolio. Das heißt, ich kann jetzt Zeugs bauen. Okay, dann bauen wir jetzt... Wisst ihr was? Ich baue jetzt Festungen. Ich baue jetzt überall Festungen hin. Überall, wo es geht, kommt jetzt eine Festung hin. Ist zwar nicht so, wie ich normalerweise mich aufbaue, aber ist jetzt egal. Muss sein. So, der hat sich zurückgezogen. Wo sind meine Truppen? Hier können wir hin. Hier können wir hin. Hier können wir hin. Dann muss ich irgendwie an die Front kommen. Mit ein paar Truppen. Ah ja, da sind meine Helden. Okay. Die können das ganz gut verteidigen alles. Ah, geht nicht alles. Okay. Ja, verteilt euch. So. In Fornost, ich glaube, ich mache das lieber so. Weil Fornost ist eine Festung, die kann ich so verteidigen. Ich will jetzt versuchen, den Gebietsverlust zu minimieren, den ich pro Runde erleide. Ja. So, ich verliere ein Gebiet, gewinne aber eins, zwei, drei dazu. Das ist gut. Oh, der versucht das halt wirklich. Blödkopf! Oh, Auenland. So wie es ausschaut. Ist das der grüne Drache da vorne auf dem Bild? Ich weiß es nicht. Sieht nett aus, oder? Nur wegen der grünen Tür. Naja. Egal. Da renne ich jetzt einfach nur drüber. Da kann der nicht viel machen. Also der kann da halt wirklich gar nichts machen. Ja. So, dann holen wir uns den ganzen Mist. Ich hol mir jetzt mal diesen Schattenwolf. Schatten des Wolfs. Woo! Ein Spektralwolf. Habe ich noch nie gerufen, kann wahrscheinlich auch nichts, aber naja. Wenn ihr mal wisst, also wenn ihr mal wirklich mit Angmar gespielt habt, dann erklärt mir mal bitte, was der Spektralwolf kann. Also ich habe den ewig nicht gerufen. Und im Vergleich zu der Geisterarmee oder dem Balrog oder den Drachen, glaube ich, dass er einfach unglaublich schwach... Doch, das muss das Gasthaus sein. Ja, das ist das Gasthaus, glaube ich. Cool, ist es das doch. Naja, auf jeden Fall wäre das super, wenn du mir erklären könntet, was, ob der wirklich so schwach ist, wie ich denke. Weil vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Vielleicht ist er ja
stark. Und ich habe ihn nur immer falsch benutzt. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, er macht einfach keinen Schaden. Das Gefühl hatte ich immer. Er macht keinen Schaden und kann nichts. Das ist halt nervig. So. Boom, boom, boom. Ja, haut's kaputt. Naja, das müssten wir jetzt sehr schnell gewinnen hier. Bum, bum, bum. Da stirbt alles. Der Aragorn versucht's noch. Mal sehen, ob er wieder doppelt umfällt. Ja, Walder ist tot. So. Was macht der? Er fällt halt erst nach vorne, dann plötzlich spackt er rum, fällt nach hinten. Ist mir nie aufgefallen. Ja, haut's kaputt. Theoretisch könnte ich das Spiel tatsächlich noch verlieren, die Schlacht. Das wäre möglich. Aber es passiert nicht. Tja. Easy McPeasy. Das war wirklich geschenkt. So. Der Feind hat eines unserer Territorien erobert. Ja, aber das ist nicht so schlimm. So, wir rotieren weiter. Immer schön weiter rotieren. Ich meine, wenn ich eine Festung in dem Gebiet habe, ist das gar nicht mal so schlecht. So, Halle des Königs. Da noch ein Ding hinbauen. Gut, jetzt muss ich ein bisschen gucken, denn die müssen dorthin, die müssen dorthin, der kann dahin. Da habe ich eine Festung. Da bin ich safe. Da bauen wir das hin. Ja gut, die Festung allein rettet mich nicht, ne? Lass mich mal gucken. Der bleibt da. Ja. Ich glaube, das ist so ganz okay, wenn ich den Helden dort habe. Ich hoffe, hier kann ich verteidigen, falls sie angreifen. Okay, passt. Aha, der Boromir greift da an. Aber da habe ich Karsch, das müsste gehen. Hier wird's knifflig, da wird's geschenkt. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Boromir. Boromirs Schlacht hier in diesem, in dieser Hafen-Dingsbums. Ich weiß nicht, ist das die Hafenfestung, die einer mal gemeint hat? Also das ist ja keine Festung in dem Sinn. Aber es gibt 4 Vorposten, das ist halt knackig. Und Anlegehäfen und vielleicht sogar Leuchtfeuer. Aber da bin ich mir nicht sicher. So, du kannst dich teleportieren. Oder? Wo ist denn das Teleportation? Ja, mach mal. Teleportier dich mal. So. Ich hoffe nur, dass er nicht auf der rechten Seite ist. Ja. Der Höhlentroll interessiert mich nicht. Boah, was das Schaden macht, ist ja abartig. Ja, und ich werde auch nie wieder sein, was ich will. So. Okay. Also das kriegt man schon hin. Hau weg. Und der Baumeister. So, dann kämpfen wir gegen Boromir. Das müsste ja gehen. Komm schon. Mach das mit deiner Superklinge. Wow, macht die Schaden. Ach du Heilige. Eigentlich musst du dich direkt vor den Eingang stellen. Hier. Nur für den Fall der Fälle. Halt. Ich kenne mich nicht aus. So. Genau. Damit, wenn die Reiter oder irgendwas rauskommt, schaut euch die Reiter an. Boah, ist das fies. Wow. Wow, okay, so ist Karsch übelst OP.
Ich meine, wow, der blockt halt den Eingang, die kommen nicht raus, nehmen den Flächenschaden und sterben weg. Wow. Wow, wow, wow. Das ist OP, Mann. Das ist echt OP. Krass. Das ist heftig. Gut, das ist jetzt nicht OP, weil in welcher Situation wirst du das gebrauchen können, um das Spiel zu gewinnen? Also selten. Na, wenn du so weit schon mit bist, dann... aber es ist stark. Es ist super stark. Es ist richtig stark. Also wirklich Kraboom stark. Aber gut. Sehen wir mal, dann wird das schon irgendwie. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.